Hallo, willkommen bei mir im Kanal, Schimmi zockt Last Day on Earth mit Episode 47, heute vom Freitag, 25.05.2018 und heute, ja, eigentlich hat es mit dem Spiel an sich nicht viel zu tun, möchte ich euch vom Discord-Server, vom offiziellen Discord-Server von Last Day on Earth ein kleines Goodie zeigen, und zwar haben die sich hier sowas wie eine ein Casino, eine Slot-Maschine ausgedacht, also es gibt wohl Bots, denen man auf Discord Nachrichten schicken kann, damit bestimmte Sachen passieren. Das ist im Prinzip ein automatisierter Kanal. Wer Discord nicht kennt, es ist ja so eine Plattform, ähnlich aufgebaut, wer es kennt von früher noch wie Foren oder sowas, mit verschiedenen Oberthemen. Da gibt es unter anderem auch einen deutschen Kanal, wo man quasi auf Deutsch chatten kann mit anderen Spielern. Da gibt es Kanäle, wo Leute ihre YouTube-Videos vorstellen und. Hier gibt es auch, habe ich ja in meinen Livestreams schon des Öfteren mal gezeigt, unter anderem dann auch Neuigkeiten übers Spiel. Da habe ich ja die ganzen Bildchen immer bei mir in den Livestreams gezeigt, was es alles demnächst kommen wird. Und Servernachrichten, da war jetzt, als der Stream war zum Beispiel die Benachrichtigung oder Ausschreibung fürs Gewinnspiel. Und unter anderem gibt es halt hier jetzt auch zwei Kanäle, einmal Slot Machine und einmal Auction. Das funktioniert folgendermaßen: bei Slot Machine in dem Kanal gibt es ja oben rechts in der Ecke dann einen sogenannten angepinnten Beitrag, angehefteter Nachricht. Da kann man sich erstmal die Regeln durchlesen. Man kann also alle 4 Stunden in diesem Kanal mit Ausrufezeichen Daily einen Befehl losschicken. Dann bekommt man so Coins, so Guthaben, gut geschrieben. Und diese Guthaben kann man im Prinzip dann in diesem Kanal mit dem Befehl Ausrufezeichen Slots und einer Zahl, also wie viele Coins man setzen will, kann man die quasi verzocken. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel 3 Karotten bekommt, bekommt man den doppelten Einsatz wieder. Wenn man 3 Tomaten bekommt, bekommt man einen dreifachen Einsatz wieder. Und wenn man 3 Gastanks, also 3 Shoppertanks bekommt, bekommt man den 5-fachen Einsatz wieder. Hat man nur 1 oder 2 gleiche Symbole, verliert man den Einsatz. Ich habe das eben schon gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Ausrufezeichen Daily eingebe, halt schreibt man anders, Daily eintippe, dann bekomme ich die Nachricht: You are not, also geht ziemlich schnell, hier tickert das alles durch. You are not ready for farming points yet. Wait for 2 hours 58 minutes. Also ich habe das vor 1 Stunde und 2 Minuten erst gemacht. Habe da meine ersten 100 Punkte bekommen. Das Ganze kann man auch mit dem Befehl Ausrufezeichen Check sich anzeigen lassen. Dann steht da Check, Jimmy, you have 100 points und halt wie lange ich noch warten muss, bis ich das nochmal machen kann. So, wenn ich jetzt diese Slot-Maschine bedienen will, dann gebe ich einfach ein Ausrufezeichen Slot 10 zum Beispiel. 10 ist also der Mindesteinsatz. Wenn ich jetzt hier abschicke, bang, dann kommt kurz durch den Zufallsgenerator was erzeugt. Okay. Ah, Slots 10, ich habe das S da hinten dran vergessen. Slots 10, das ist aber so nichts passiert. Ab dafür, zack. So sad. Das sind jetzt die Nachrichten für die ganzen anderen Spieler. Warum passiert denn bei mir nichts? Ausrufezeichen. Muss ich das denn klein schreiben? Slots. Da hat es die automatische Korrektur natürlich groß geschrieben. 10. Da, oh, Jimmy, you failed, you now have 90, better luck next time. Ich habe also 2 Karotten und 1 Tomate gehabt. Kann man jetzt die ganze Zeit machen, bis man kein Guthaben mehr hat, oder sich die ganzen Slots auch, ganzen Coins auch aufsparen, weil dann gibt es dann wohl in dem Kanal Auctions, also Auktionen, ist wohl zurzeit, gibt es da noch keine. Aber da wird es später dann wohl sowas wie Auktionen geben, wo man diese erspielten Coins quasi, bieten kann, ähnlich wie, sag ich mal, wie bei eBay oder sowas. Dann gibt es dann 5 verschiedene Goodies, also 5 verschiedene Items, auf die man bieten kann. Choose one you want to fight or start the battle by sending. Ne? Dann Ausrufezeichen Item und die Nummer, also gibt es ein Item 3 und dann wie viel man darauf bieten will, 200 oder weiß ich was. Und dann ist das halt sowas wie eine Auktion, da kann man alle 2 Wochen dran teilnehmen. Steht jetzt hier, glaube ich, nicht dabei. Doch, once in 2 weeks you'll be able to
take part in an auction. Also einmal alle zwei Wochen können wir dann quasi unsere erspielten Punkte da ja, versetzen. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn man nicht gewinnt, ob man dann die eingesetzten Slots zurückbekommt. Das ist also ein ganz neues Ding, was hier bei Last Day on Earth im offiziellen Discord stattfindet. Und wenn man halt gewonnen hat, soll man halt dran denken, dem Server-Team die User-ID mitzuteilen. Klar, die müssen ja irgendwie dann den ersteigerten Gegenstand auf den Account irgendwie draufkriegen. Dafür brauchen die dann eure Spieler-ID. Wer da nicht weiß, wer drankommt, kann ich eventuell auch noch ein separates Video zu machen. Habe ich aber auch schon im Livestream gezeigt. Das war im Prinzip das, was ich jetzt so mal euch zeigen wollte. Es hatte, wie gesagt, mit dem Spiel an sich wenig zu tun, außer dass man halt für das Spiel außerhalb des Spiels Gegenstände kriegen kann. Was genau jetzt hier drin sein kann, ich bin hier leider unauthorized to send messages. Der ist anscheinend mal voll gesperrt worden, der Kanal. Deshalb auch da wieder im angehefteten Beitrag no more chatting hier. Also Chatting ist in diesem Kanal deaktiviert. Das weiß ich halt noch nicht. Only command. Habe ich jetzt drauf gedrückt? Only command you can use here is Ausrufezeichen goodies, check und item number. Gut, zurzeit steht ja auch hier, dass es keine Goodies gibt. Ja, jetzt bin ich irgendwo hochgescrollt. Genau, auch da steht es doch, okay. Ein Rang 1 White Puppy gibt's, ein Rang 4 Puppy, Rang 3 Puppy, Rang 3 Puppy, Rang 1 Puppy. Wobei hier sind es jetzt auf einmal 6 Items, eben stand dabei, es gibt nur 5 Items. We have now to trade, okay. Also gibt es da anscheinend auch, da steht dann auch dabei der Höchstbietende, wie viele Punkte drauf geboten wurden. Und wie lange diese Auktion noch läuft, 13 Stunden, 23 Minuten war es dann hier zum Beispiel. Um 20 nach 10, also noch ein bisschen was Zeit, da kann man dann jetzt im Prinzip seine Punkte drauf setzen. Sieh dir ältere Nachrichten an, dann will ich ja gar nicht, okay. Aber das ist das, was ich so zeigen wollte. Also, wie gesagt, Discord, wer es nicht kennt, ist halt, ja, eine Kommunikationsplattform, wo man auch mit anderen Spielern sich unterhalten kann, beziehungsweise hier auch mit den Entwicklern. Ob Community dahingehend gedrillt werden soll, jetzt alle Discord zu benutzen, halt, ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt hier auch ein bisschen Werbung mache, ich bin auch nicht der Erste, ich habe es eben selber auf YouTube in einem anderen Kanal gesehen, werden jetzt natürlich viele Leute, die es bisher nicht kannten, sich aufmachen und hier in Discord joinen. Ich kann für euch da gerne einen, den mache ich auch gleich in die Beschreibung, einen sogenannten Einladungslink erzeugen. Quatsch, hier ist falsch. Sofort Einladung erstellen. Wenn ihr das einfach in den Browser eintippt, also https://discord.gg/xm-n-j-w-z-e, dann kommt ihr direkt hier auf den Discord. Da müsst ihr, wenn ihr auch noch nicht angemeldet seid, euch vorher so etwas wie ein Konto erstellen, wie bei Twitter oder bei anderen so Social-Plattformen auch, quasi einmal einen gültige E-Mail-Adresse angeben, damit ihr dann einen Account erzeugen könnt. Ansonsten läuft das ja relativ anonym alles. Also ich schreibe hier auch nicht viel, ich lese hier viel, ich hole mir hier auch Informationen her. Und dann halt jetzt werde ich versuchen, alle 4 Stunden mich hier einzuloggen, um dann da diese Coins abzugreifen. Eventuell zwischendurch nochmal an die Slotmaschine ein bisschen mit rumspielen. Wie gesagt, ich packe den Link gleich unten auch noch in die Videobeschreibung rein. Wer da Bock hat, kann ja hier gerne dann mit auf den Discord kommen. Mein Name ist hier auch wie immer Shimmy. Ich weiß nicht, ob man sich auch hier persönlich anschreiben kann. Das klappt auch irgendwie. Kann man hier mit dem Ads, wenn man dann irgendwie andere User anschreiben will, klappt das wohl auch irgendwie. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich bin allerdings da auch zu finden. Kann man ja auch vielleicht ein paar Nachrichten schicken. Ansonsten wünsche ich euch an der Stelle einen schönen guten Tag und Mahlzeit. Schönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Jimmy zockt. Heute Abend mache ich kurz ein Live, oder was heißt kurz, heute Abend 20 Uhr werde ich einen Livestream machen. Wer da einschalten mag, ist auch gern willkommen. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis demnächst. Euer Jimmy.